Hier bin ich. Weltweit gibt es Fastfood-Trends und immer wieder werden neue Sachen erfunden im Imbiss- und Fastfood-Bereich. Ich bin im Hamburger Schanzenviertel und hier sagt jemand, komm noch mal zu mir, ich habe was, dann legst du die Ohren an. Und das hat er auch, eine Cheeseburger-Suppe. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, was bedeutet das? Schwimmen da alles kleine Cheeseburger in der Suppe rum? Das wäre witzig. Dieser Imbiss hat sich auf Suppen und Eintöpfe spezialisiert. Die Cheeseburger-Suppe ist ganz neu auf der Speisekarte. So. Das ist mein Süppchen. Das Erste, was mir auffällt, es schwimmt kein Cheeseburger drin rum. Na was, ich dachte ja in meiner Naivität, da kommt ein Cheeseburger und dann wird Suppe da drüber geschüttet. Ist nicht so. Neugierig bin ich aber trotzdem. Wo ist dein Cheeseburger versteckt? Das ist schon ein toller Eintopf. Hat aber mit dem Cheeseburger überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Also wenn ich in meinen Cheeseburger reinbeiße, ist natürlich herrlich. Du beißt auf Zwiebeln rum, Salat, Gurken, Tomaten und diese Hackpatty, der da drin ist, eingewickelt von Brot, von feinsten, leckeren Cheeseburgerbrot. Das ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, warum das Ding Cheeseburger-Suppe heißt. Ich weiß es nicht. Aber lecker finde ich sie. Ganz fantastischer Eintopf. Aber so mit Cheeseburger, finde ich, hat das so gar nichts zu tun, wenn du das im Mund hast. Wir haben das allerdings jetzt mal so mit ins Programm genommen, weil wir damit so ein bisschen junge Leute ansprechen wollen. Also vor allen Dingen Männer essen das ganz gerne, weil die halt so ein bisschen kräftiger ist und ordentlich satt macht, hoffe ich. Ich glaube, ich muss da selber mal Hand anlegen, hab da ein bisschen was im Kopf. Vielleicht bekomme ich ja eine Cheeseburger-Suppe hin, so wie ich sie mir vorstelle, dass sie auch nach Cheeseburger schmeckt. Harry shoppt Zutaten und legt gleich los. Zuerst brät er die Zwiebeln in reichlich Öl an. Dann kommt eine Handvoll Speck dazu. Das Ganze wird mit einem Glas Rinderfond begossen und mit geriebenen Käse verfeinert. Damit dieser in guter Gesellschaft ist, kommt noch ein Löffel Schmelzkäse hinzu. Jetzt ist die Suppe bereit für Harrys Highlight. Jetzt kommt das Sahnehäubchen sozusagen. Das sind jetzt die Patties, die auch auf den Cheeseburger draufkommen. Und die werden jetzt ganz grob einfach nur reingematscht und reingebröselt. Nichts Feines, das muss grob sein. Kommt, Jungs, wehrt euch. Eieieiei. Harrys Mitarbeiterin soll als erstes probieren. Sie ist ebenfalls Imbiss-Expertin. Das ist ja richtig lecker. Das schmeckt auch ein bisschen wie ein Cheeseburger, ne? Nur in flüssiger Form. Ist so, ne? Ich war selbst überrascht. Den Nachtisch gibt's in diesem Dönerladen in Hamburg-Harburg. Und auch dieser ist eine Imbiss-Innovation. Denn statt Dönerbrot verwendet die Chefin einen süßen Pfannkuchen. Den serviert sie Harry für 3,50 Euro. Ich liebe Pfannkuchen mit Apfelmus und noch ein bisschen Zucker obendrauf. Hier ist es Geflügelfleisch. Verstanden? Fantastisch. Also viele Leute essen ja auch Kartoffelpuffer mit Lachs und finden das ganz super. Ich nicht, ich möchte immer, dass da Apfelmus drauf ist. Und so ist es bei mir auch beim Pfannkuchen. Ich brauche den einfach mit Apfelmus. Diese Kombination süß-salzig ist raffiniert, keine Frage, trifft nicht ganz meinen Geschmack, ist aber auch gar nicht wichtig, weil ich finde, das Dönerfleisch sensationell, der Pfannkuchenteig total lecker. Ich könnte mir das rauspulen und Apfelmus drauf machen. So bin ich halt, kann ja auch nichts für. Aber ich probiere noch mal. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.